Und somit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Salt and Sanctuary. Zap! Ja, Entschuldigung, das musste nur einfach gerade sein. Ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich habe zu viel im Voraus aufgenommen, ich weiß. Wir sind in Mals fliegender Burg. Okay. Ich weiß, warum ich hier letztens aufgehört habe. ein Steinführer. Jawohl. Zack. Zack. Na, schade. Schade. Hätte er klappen können. Hätte klappen können, aber hat es ja nicht. Nun gut. Sieht toll hier aus, also wirklich die Sterne und so. Schau mal, sind sogar Sternschnuppen. Und da hinten im Hintergrund, links sieht man das Schloss der Stürme und das rechte müsste dieses kleine Teil hier, direkt rechts vom Nebel, jetzt ist es im Nebel. Das müsste der Dom sein, denke ich. Egal. Oh mein Gott. Bist eine Mimik? Ja, du bist eine gottverdammte Mimik. Man muss hier sehr vorsichtig sein. Ihr seht's ja. Silbersalzamulett. Ja, das versteigt die Angriffe im Austausch für Salz. Ja, ist kein Talisman, den ich empfehlen würde. Niemals, weil Salz ist viel zu wichtig, denn damit levelt man ja immerhin auch auf. Au! Scheiße! Und Mals fliegendes Schloss hier. Das ist das Geile dran. Hier gibt es Elite-Gegner wie den hier. Das ist wirklich sowas wie die gemalte Welt von Ariamis. Ihr seht's ja. Au! Verdammt! Mit Elite-Gegner meine ich. 5000 Salz gibt er. Eigentlich kommt er erst sehr viel später. Ja. In Mals fliegendem, schwebenden Schloss gibt's den hier schon. Zum Sparpreis von... Ja. Oh, lassen wir das. Ihr seht schon, hier sind auch recht seltene Gegnertypen zu finden. Wie hier diese Imps zum Beispiel. Aua, dreckiger kleiner Bastard. Ach Gott, was haben wir denn hier? Kann ich hier? Ja, geht wunderbar. Dann machen wir mal so und so. Jawohl, jawohl. Nee, da geht's nicht weiter. Geht's hier weiter? Ja, genau, hier bin ich richtig. Nee, jetzt nicht. Ah, ach so, ja. Ups, mein Fehler. Na? Das Gebiet ist auch hier nicht sonderlich groß. Aber es ist schlimm. Und was ich mit schlimm meine, das werdet ihr noch früh genug erfahren. Zack. Jetzt gehen wir mal links rum. Genau. Mit ein bisschen Schwung, dass wir eine Wende hinbekommen. Ja, wunderbar. Genau, jetzt sind wir richtig. Und noch eine Mimik. Es ist ja wirklich voll mit Mimik. Mimiksen, Mimikri. Ach. Keine Ahnung. Wird schon was davon richtig sein. Zack. Ganz wichtig. Und. Ah! Wow, mal keine Mimik. Kristallsphäre, wunderbar.
Oh mein, hier. Geht's denn hier hin? Immerhin eine kleine Abkürzung, würde ich mal meinen, ja. 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 Ha. Ich erdreiste mich mal, hier die Nuss abzulegen und ich nehme. Ich nehme mal den Bandagenring weg. Habe ich hier? Habe ich einen Ring dabei? Regeneriert habe ich, brauche ich nicht. Verteidigung gegen Blitze bringt mir nicht viel. Irgendwie Giftschaden, ne? Schaut nicht. Ah, doch, hier, Arkanschaden. Wunderbar. Ihr seht nämlich gleich warum. Hier, brennt. Ja. Habe ich geschlafen? Entschuldigung. Zack. Zack. Mel. Muldiala Mel. Das ist eine. Oh Gott. Eine. Au, au. Ach du guter Gott. Oh mein Gott. Mel, du bist scheiße. Yay. Könntest du mir deine Plagiats Homing Souls Mask bitte hier beiseite nehmen? Das wäre wundervoll. Au. Oh mein Gott. Au. Und Mel ist sehr stark. Ihr seht's ja gerade. Aua. Heilen. Sicher ist sicher. Mel. Au. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Puh. Ja. Vanquished. Mottenboss und optionaler Boss gekillt. Modiala Mels Asche. Yay. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Theoretisch. Ich nehme lieber mal wieder den hier. Ich denke mal, der hat schon was ausgemacht, der Ring gerade eben, aber. Ja, gehen wir mal hier runter. Mimik? Nein. Oh, hier bekommt man das Samurai-Set. Dämonen. Dämonen, 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 Dämonen. Dämonen Haidate. Dämonen Kote. Ja. Entschuldigung. Dämonen, Domaru und ein. Ist das. Kabuto? Kann das. Je, ich bin nicht ganz doof. Das. Ja, ja, das kenne ich. Ne, Mimik. Du hässliche. Und eine Box voll Salz. Ja, da müsste ein bisschen was drin sein, denke ich mal. Ich denke mal, der Ring hat schon ein bisschen was ausgemacht. Ich hätte. Im Nachhinein, ich habe erst überlegt, ob ich es anziehen soll, weil unsere Klamotte, die wir von der Königin des Lächelns hier am Anfang des Let's Plays schon getragen haben, ist jetzt auch nicht eine schlechte Wahl. Hat eine irrsinnig hohe Arkanresistenz, aber wenn mich Mel hier mit ihrem, ich nenne es mal Hiebangriff da erwischt hätte, da wäre ich tot gewesen. Yep. Da brauchte ich also schon den. Ja, den Schutz dieser Klamotte hier. Geht's hier runter? Nee. Nee. Hier. Ja, mein Fehler.
Und ihr fragt euch jetzt natürlich mit Recht, wo geht's denn jetzt hier weiter? Ja? Ja, das ist eine gute Frage. Es ist eine ausgezeichnete Frage, die ich. Wo muss ich denn hin? Ich muss hier hin. Ja, nehmen wir das hier genau. Ich brauche als nächstes das. Das und das und das und dann, ja. Kriegen wir schon irgendwie hin. Genau, wir müssen reisen und zwar Dorf des Lächelns. Genau. Ich habe hier nämlich was übersehen. Etwas sehr Wichtiges sogar. Ich habe mich noch daran erinnert, dass es das hier geben muss. Ist das eine Abkürzung? Ja. Eine Abkürzung. Geil. Geil. ist das hier? Nein. Aber wir sind schon mal richtig. War das hier? Nein. Irgendwo hier habe ich nämlich was übersehen. Das hätte mein Leben von Anfang an schon sehr viel einfacher gestaltet, aber ich habe es natürlich übersehen. Demnach werden wir das mal direkt hier gleich nachholen. Da ist es auf jeden Fall nicht. Ihr erinnert euch, hier war Lenaya, die Königin des Lächelns, die Kieferlose, ihr wisst schon. War das hier? Ne, aber es muss irgendwo hier sein. Irgendwo hier muss das doch sein. Ich habe das aber jetzt auf der Wiki nachgesehen, weil ich habe es vergessen, wo es war. Ist das hier? Nein. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Oh doch, es scheint wohl hier zu sein. Gut, bin ich blind. Ja, Blutblumenamulett. Das Blutblumenamulett. Das löse ich gleich mal aus. Erhöhe die Angriffskraft. Scheiß auf heiligen Schaden. Wenn du Schaden raushauen kannst für die Hölle, dann ist das egal. Ich weiß, das war gerade ein unglaublich dumpfer Spruch, aber es ist einfach so. Gut. Gut. Ich verstau das mal hier lieber, bevor ich dann noch aus Versehen benutze, weil ich habe immer gerne was auf der hohen Kante liegen. Wir müssen jetzt zum... Wir haben Mal. Wir könnten zum Siamsee. Ich werde den Siamsee mal anpeilen. Aber ich wäre gerne zuerst zu einem anderen Gebiet. Kommen wir hier rum hin? Nein. Nein. Da kommen wir wieder in die Untiefen. Diese Tiefen hier, immer wenn ihr diesen Druck im Hintergrund hört, dieses Dröhnen, das sind diese Untergrundhöhlen, die zu dem, wie soll ich sagen, die verbinden diese ganzen Teile und Orte hier, die eigentlich auf anderen Inseln sein sollten. Also das ist hier sowas, dieses Untergrundzeug. Der ist hier immer noch. Das ist eigentlich so, dass das der richtige, genau, Pitchwoods wollte ich, aber ich bin am falschen Ende der Pitchwoods. Das ist nämlich das Schlimm. Ja. Diese Dinger da sind nämlich tödlich. Oh, das sind doch nur Einhörner. Ihr kennt die Viecher nicht. Ich kenne sie. Scheiße. Es stimmt, es stimmt, es stimmt. Es sind nur Einhörner. Es sind Einhörner, die euch mit einem Angriff töten. Deswegen gibt es ja hier die... Oh mein Gott, sie sind schon auf mich aufmerksam geworden. Und sie sind die Hölle. Sie sind die Hölle. Heiligtum weit links, GG, ja, das ist schon klar. Oh Gott. Hoppa, hoppa. Und zack. Und weiter und... Ja, ich hab's geschafft. Oh, ein Kästchen voll Salz, ey. Ja. Sehen wir es mal so. Oder ich sag's euch mal, ich verbildliche euch es mal. Wäre ich da jetzt runtergefallen, dann wären wir tot gewesen. Die können einen Ansturmangriff
Dann ist es aus. Und ich muss das hier öffnen, ansonsten wäre ich hier nicht weitergekommen. Also ich, oh Gott, ich muss hier entlang. Versteht ihr? Deswegen, da haben sie sogar mal einen April-Schatz mit diesen Viechern gemacht. Oh, schwarze Set. Schwarze Hut, schwarze Klamotte und so. Du, Kate. Schwarze Hose. Ich muss da nochmal kurz sehen. Entschuldigt mich einen Moment. Wo ist der Hut? Siehst gut aus, Kate. Wenn es vernünftige Werte hätte. Was es nicht hat. Hätte ich das durchaus in Erwägung gezogen. Aber ihr könnt euch vorstellen, für so ein Bloodborne-Cosplay hier mit dem. Mit der Führerkappe. Es heißt so. Mit der Führerkappe haben wir ein ziemlich gutes Bloodborne-Cosplay. Also, das kann man auch machen. Ich finde ja das hier weitaus besser. Ich wollte jetzt aber nicht so weit hier abdriften. Also, wo habe ich sie denn? Da. Schurkenhandschuhe? Ja, weil zu dem blutbraunen Set gibt es keine Handschuhe. Ich könnte die schwarzen in Erwägung ziehen. Wie sieht das aus? Das ist auch gut. Wie sind die Werte? 16,7 und 22 in heiliger Verteidigung. Ja. Wir behalten die schwarzen. Sieht auch stylischer aus. Ja, und ihr seht hier. Hier ist etwas sehr Seltsames passiert. Hier sind Enthauptete und die wurden gekreuzigt. Ja, nett. Ne? Was erwartet man hier ja? Interessant ist auch, dass hier rechts, das muss wohl mal ein weiblicher Charakter gewesen sein, da haben sie die Brust auch noch total zerrissen und ja. Interessant. Ne? Man kann es sogar unterscheiden. Ja, das hier ist männlich, da ist ein bisschen plauziger, das hier war eine Frau, das ist ein bisschen dünner. Ja. Ich marschiere mal lieber weiter. Wir befinden uns hier übrigens sehr weit östlich auf der Insel. Am Waldrand des östlichen Strandes. Bei Nacht. Und hier haben sie Gepfählte mit Pferdeköpfen aufgebaut. Ich meine, das ist auch eine Art der Dekoration. Und diese Viecher sind schlimm. Fuck. Wenn ihr da aus Versehen ein paar mehr aktiviert, dann seid ihr tot. Also vorsichtig sein. Ihr seht's ja. Wir müssen den nächsten Kandidaten. Weil die... Oh, oh, oh. Habe ich eine Fat Roll? Nein. Ich hätte es für eine Sekunde gedacht. Ja, ich... Aua! Ist doch keine Fat Roll, oder? Wie sind meine Werte? Momentchen. Ausrüstung? Kann doch gar nicht. Mindestens eine Mid Roll. Also erfüllt der Kieferknochen auch gut. Ja gut, wir sind ja am östlichen Ende... Also am östlichen Strand. Hier ist ein kleines Sanctuary. Hier zeige ich euch noch ein Geheimnis. Ich muss hier kurz rasten, weil ich werde vermutlich sterben. Es wird beim ersten Versuch nicht klappen. Und zwar... War das nicht hier? Doch, doch. Und zwar kann man hier Doppelsprung hoch. Das Timing muss passen. Ja, also ist bei mir natürlich... Na, au, nicht tot. So, jetzt dahin, hoch, weiter. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Zack, und da rein. Das ist ein sehr hoher Turm. Oh, wir müssen da hoch. Und zack, jawohl. Vereistes Reliquiar. Und weiter geht's. Ich Entschuldigung, wenn ich gerade etwas. Ihr seht's ja, ich bin etwas gestresst. Haben wir's? Nein.
Doch, wir haben's. So, hier ist ein sehr verborgener Eid, eine Gemeinschaft, wenn man es so sagen möchte. Hallo, Grüße, Wanderer. Es scheint, als hättest du ein Heiligtum des Feuers und... ich mach das nochmal. Es scheint, als hättest du ein Heiligtum der Feuer- und Himmelshüter entdeckt. Ja, das sind die Feuer- und Himmelshüter, die beten zu einem Buch. Wir preisen Himmel, den in seinem ätherischen Stoff des Feuers liegt und steige... Was lese ich denn heute wieder zusammen? Wir preisen Himmel, denn in seinem ätherischen Stoff des Feuers liegt die Stärke aller Magien. Du hast unsere Zitadelle gefunden. Legst du also deine Götter beiseite und betest mit uns den Himmel an? Ich raste hier auf jeden Fall. Und hier bekommt man wieder Fläschchen oben. Feuerflasche. Ich werde hier auf jeden Fall... Oh... Genügt nicht. Ich kann hier auch keinen Führer herrufen, weil da muss ich den Eid beitreten. Das möchte ich ja nicht. Hier, du kriegst sogar einen in den Arsch geschoben, aber es nützt mir nichts. Ich werde jetzt sterben. Ja. Wie ein Stein. Das ist egal. Aber ich wollte euch das auf jeden Fall zeigen, weil das ist das... Das ist das seltenste Eid im Spiel doch. Das ist die schwerst zu erreichende Gemeinschaft. Ich finde auch diese Kugel hier echt geil. Ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, ob ich den nicht beitreten soll. Aber dann fehlen mir natürlich wieder 3 Aufstufungen. Ihr seht, oben von den Flaschen habe ich nur 10. Von meinen Kräutern habe ich 13. Oh mein Gott, was tue ich denn? Ich muss hier wieder runter. Au, und ich muss mir ein bisschen anders hinsetzen. Das ist unbequem. Geht das? Aua. Wunderbar. Scheiße. Fast. Das Problem ist, die Zitadelle wieder zu verlassen. Ich könnte es mir einfach machen. Ich könnte jetzt das Horn nehmen. Könnt ihr euch ganz bestimmt denken. Ja. Das könnte ich tun. In der Tat. Scheiß auf Salz. Könnte ich machen. Aber dann muss ich die ganzen Einhörner wieder machen. Da habe ich irgendwie, ganz ehrlich, da habe ich keine Lust zu. Dann lieber hier 2-mal, 3-mal gestorben. Hallo. Das ist vollkommen erträglich. Sprach der Joe, der den Schmerz nicht erleidet, sondern die Kate. Ich weiß, ich weiß. Jetzt aber. Ja. Perfekt. Und vielleicht lernen wir die Einhörnchen noch kennen. Seid froh, wenn wir es nicht müssen. Ich hasse diese Viecher. Aber ich würde sagen, wir sind fertig für diese Folge. Und beim nächsten Mal geht es hier weiter an dem düsteren Strand. Und hier ist dann auch schon das Ende der östlichen Seite der Insel. Und da wartet was sehr Cooles auf uns. Aber mehr dazu in der nächsten Folge von Salt and Sanctuary. Herzlichen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn dann und tschüssi.